Willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, was man unter der ersten und zweiten Ableitung einer Funktion versteht und wie man diese berechnet. Unser Ziel für dieses Video ist es, die Stelle einer Funktion zu ermitteln, an der die Steigung maximal ist. Und eine solche Stelle bezeichnet man auch als Wendestelle. Das heißt, eigentlich wollen wir eine Wendestelle ermitteln. Das heißt, wir untersuchen eine Funktion dahingehend, wo diese Funktion eine maximale Steigung hat, also wo die Steigung lokal maximal ist. Und diese Stelle bezeichnet man als Wendestelle. Dazu haben wir im nächsten Fenster des Arbeitsblattes diese Aufgabenstellung gegeben. Wir haben hier eine Polynomfunktion dritten Grades gegeben und auf der rechten Seite seht ihr den Funktionsgraphen dieser Polynomfunktion, wo ein Spaziergänger gerade unterwegs ist. Und unsere Aufgabe ist es nun, jene Stelle zu ermitteln, an der der Hügel, also unsere Funktion f, am stärksten ansteigt. Versuch das zunächst bitte alleine, also berechne jene Stelle, an der der Hügel am stärksten ansteigt und pausiere dazu das Video. Im Anschluss werden wir dann gemeinsam über die Lösung der Aufgabe sprechen. Gut, wir sollen also jene Stelle berechnen, an der der Hügel, also unsere Funktion f, am stärksten ansteigt. Wir sehen hier schon, dass in der Grafik diese Stelle ja für uns schon markiert ist. Also der Punkt ist eigentlich schon markiert. Und wir sollen nun den x-Wert dieses Punktes, also die Stelle, berechnen. Welche Überlegungen müssen wir hierzu anstellen? Also wir suchen jene Stelle, an der die Steigung lokal am größten ist, also der die Steigung maximal ist. Das heißt, wir müssen zunächst die erste Ableitung berechnen. Diese gibt uns für jeden Punkt die Steigung unserer Funktion f an. Und dann sollen wir jene Stelle berechnen, an der die erste Ableitung maximal ist. Also wir suchen die Extremstelle der ersten Ableitung. Und dazu berechnen wir uns die zweite Ableitung und setzen diese 0. Also berechnen wir zunächst die erste Ableitung, dann erhalten wir diesen Ausdruck hier. Und nun berechnen wir die zweite Ableitung, dann erhalten wir das als Ergebnis. Und nun wollen wir jene Stelle berechnen, an der die erste Ableitung eine Extremstelle hat. Das heißt, wir setzen die zweite Ableitung gleich 0 und formen unsere Gleichung dann auf x um. Dann erhalten wir zunächst 63 durch 16 ist gleich 9 Achtel mal x. Wenn wir weiter umformeln, dann erhalten wir x ist gleich 3,15. Und nun ist das unsere Stelle, an der der Hügel am stärksten ansteigt. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht's mit dem Arbeitsblatt weiter.